So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Armin Herrmann. Ich bin auch einer der Klucker, das heißt einer der Geschäftsführer und kluge Kolleg. Mein Gebiet ist das Gehirnfitness. Gehirnfitness kommt aus dem Bereich Kinesiologie. Man hat das Gehirnfitness früher bei Kindern eingesetzt, die Lernschwierigkeiten hatten. Wir haben das jetzt eben modifiziert, um das auch im EMS einzurichten. Wir gehen bei Gehirnfitness von einer Lateralität aus. Ihr habt jetzt schon mal gesehen, was das Gehirn alles machen kann. Kann das jeder lesen? Ja, mit der Zeit kriegt man es dann hin. Und das Gehirn hat einfach die Möglichkeit, noch viel mehr, als wir denken, im Gehirn abzufolgen. Man hat festgestellt, dass bis ins hohe Alter es immer noch möglich ist, neue neuronale Verknüpfungen zu machen. Neue neuronale Verknüpfungen heißt, wir haben eine linke und eine rechte Gehirnhälfte. Die linke wird erst dem logischen und die rechte erst dem gestalterischen zugeordnet. Jetzt, für was braucht man das? Es ist so, dass man, wenn man in eine Stresssituation kommt, dann benutzt man eher die linke oder die rechte. Jeder hat so eine gewisse Dominanz. Beim Gehirn ist es nicht so einfach nachzuvollziehen. Bei den Händen, Füßen, Augen, Ohren kann man das vielleicht eher. Ja? Weiß jemand seine Augendominanz? Oder weißt du überhaupt, dass er eine Augendominanz hat? Ich möchte euch mal kurz zum Beispiel einladen. Macht mal bitte ein Dreieck, streckt die Arme aus. Kleines Dreieck. Und durch dieses Dreieck schaut ihr bitte diesen Ball an. Das Dreieck sollte ganz klein sein, beide Augen sind offen. Diesen Ball anvisieren. Durch das Dreieck, beide Augen offen, ganz klein das Dreieck. Und nun führt ihr das Dreieck zu den Augen hin, sodass ihr es immer lesen könnt, dass ihr den Ball immer seht. Ja? Zu den Augen hinführen, sodass man den, das muss kleiner sein, das Dreieck. Das Dreieck sollte nur so groß sein, ja? Anvisieren und dann zum Auge führen. Ihr landet auf einem Auge. Nochmal ausstrecken, kleines Dreieck bitte machen. Dann macht ihr euer rechtes Auge zu, wieder auf, euer linkes Auge zu, wieder auf und einmal verschwindet der Ball. Das heißt, das ist euer dominantes Auge. Und mit diesem Auge schaut ihr in Stresssituationen. Als habt ihr einen EMS-Kunden und ihr würdet den betreuen und redet mit ihm in der Weise, dass er auf der Seite steht und hat aber sein dominantes Auge. Und besser jetzt. Und er hat sein dominantes Auge auf der rechten Seite. Das heißt, er würde, weil er alles mitkriegen möchte, den Kopf immer sehr verdrehen. Wie kann man das jetzt trainieren? Das Auge. Auge ist ein Muskel und auch den kann man trainieren. Mit einer liegenden Acht. Ja? Wir haben bei Golfspielern das gemacht und haben die das dominante Auge zugeklebt und haben die dann einpatten lassen, sodass sie nachher besser treffen konnten. Meine Tochter hatte ein Aneurysma im Auge und da hat man das gute Auge zugemacht. Sie konnte nur 10% sehen und jetzt kann sie 70% wieder sehen. Also auch das Auge kann man trainieren. Alles andere, Dominanzen, kann man selber auch feststellen. Dominanzen braucht man im Leben. Wenn man beim Fußball ist, hat man seine Dominanz auf der einen oder anderen Seite. So werdet ihr es beim EMS, ist es ganz gut zu wissen, euer Kunde, welche Augendominanz hat er oder welche Ohrdominanz. Ist genauso wichtig, weil wenn der Kunde da drüben ist und seine Ohrdominanz auf der falschen Seite ist, kriegt er gar nicht alles mit. Kann man im Vorfeld einfach machen, ja? Abzuchecken, Ohr, wie würde man es machen? Man würde irgendwo hören. Euren Kunden irgendwas hören lassen oder das Handy in Hand nehmen, wie telefoniert ihr? Bei der Hand wird man ihm einen Ball zuwerfen und beim Fuß wird man ihm was wegkicken lassen, ja? Das sind die Dominanzen und damit wir in Stresssituationen auf beide Füße, Auge, Arme zugreifen und auch auf die richtige Gehirnhälfte, macht man Überkreuzbewegungen. Und da sind wir jetzt beim Gehirnfitness. Überkreuzbewegungen wären jetzt, mache ich es mal vor, ihr dürft mal alle aufstehen.
Lass mich dein Mikroständer sein. Ja. Aufstehen, wir nehmen die linke Hand aufs rechte Knie und die rechte Hand aufs linke Knie. Und es im Wechsel. Super. Ist ganz einfach. Wir gehen mit den Ellenbogen hin. Wieder zurück zu den Händen. Und Achtung, hinter euch steht ein Stuhl. Und jetzt versuchen wir nach hinten zu gehen über Kreuz. Und wieder zu den Händen. Und zu den Ellenbogen. Und nach hinten über Kreuz. Und die Hände, Ellenbogen, hinten, Hände, Ellenbogen, hinten. Super. Wenn ihr das mit euren Kunden macht, wenn die ankommen, vielleicht noch irgendwie die letzte E-Mail im Kopf haben oder SMS und sie müssen solch eine Übung machen, sind sie im Hier und Jetzt. Und dann könnt ihr mit denen direkt ins EMS-Training reingehen. Ihr habt da die Möglichkeit, mit einem kurzen Tool von 2-3 Minuten, das immer, das was man auch noch steigern kann, die Leute direkt abzuholen. Ja? Habt ihr das schon mal erlebt, dass Kunden gar nicht bei euch seid? Ja, dass sie nur irgendwie im E-Mail oder die Frau hat noch was, wo sie noch überlegt hat, dass sie vielleicht noch einkaufen muss oder kochen muss. Dann holt man die Leute mit solchen Übungen ab. Das kann man nicht nur über Kreuz, vorne, hinten, sondern man kann es auch homolaterale Übungen machen, ja. Oder man macht innen, also links, rechts, oder außen und verbindet das Ganze. Es würde dann so ausschauen. So könnt ihr das immer steigern und mit einer Übung könnt ihr das ewig weitermachen, sodass ihr am Schluss eure Kunden jedes Mal, kurz bevor ihr eure Übung zeigt, mit diesen Übungen hier und jetzt abholt und sie dann durch das, dass sie ihr wach gemacht haben, weil bei jeder die linke Körperhälfte wird von der rechten Gehirnhälfte gesteuert und die rechte von der linken. Ja? Das heißt, es finden immer neue neuronale Verknüpfungen statt. Okay. Wir gehen weiter und zwar ja, wieder halten. Jetzt brauchst du auch noch einen Sparringspartner, oder? Ja, genau. Also, ihr kennt doch von früher diese Klatschspiele. Auch so Klatschspiele kann man heutzutage machen. Klatschen, 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 dumm, dumm. Klatschen, 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 dumm, dumm. Die Sachen kombiniert er dann wieder mit den Überkreuzbewegungen. Klatschen, dumm. Ja. So könnt ihr zwei verschiedene Übungen immer mehr zusammen machen und ihr habt im Endeffekt das Ziel dann erreicht, dass die Kunden klar wieder bei euch sind. Das kann man sogar mit EMS-Gerät am Körper direkt noch machen. Ich möchte euch jetzt nochmal zum anderen, brauche ich nicht weitermachen, einladen, was man auch im Sitzen machen kann, genauso wenn die Kunden gerade ankommen, ihr nehmt mal eure Arme nach oben, unten, rechts, links, oben, unten, rechts, links. Geht einfach. Wenn ich jetzt sage oben, nimmt ihr die Arme nach oben und sagt das Gegenteil. Ja? Also oben, rechts, links, unten, oben. Was jetzt auch noch gibt, vorne und hin. Nochmal, auch hier der Wechsel. Oben. Ich höre nichts. Unten. Vorne. Hinten. Vorne. Oben. Rechts. Vorne. Hinten. Okay.
auch ein kleines Beispiel, wie man die Kunden nochmal abholen kann. Ihr müsst immer versuchen, über kleine Episoden den Kunden ins Hier und Jetzt zu holen. Gehirnfitness wird heutzutage auch nicht nur bei Kindern und Erwachsenen eingestellt, sondern auch im Managementbereich. Wir bieten die Kurse am Kluwer-Kolleg. Das ist eine 2-Tage-Ausbildung, wo man ganz viel Input bekommt, was die Praxis anbelangt. Man hat eine theoretische Grundlagen auch dazu, wo es ums Gehirn geht, aber es geht hauptsächlich um die Praxis. Wie viele Leute haben wir denn? Wir machen noch ein kleines Beispiel mit Bällen. Hier dürfen wir alle nach vorne kommen. Jeder kriegt 2 Bälle. Jeder darf sich 2 Bälle kurz holen. Wir bauen uns hier vorne ein bisschen auf. Der, der mitmachen möchte. Super, vielen Dank. Das ist ja toll. Supi. Also ich übersetze, bei dieser Übung ist man so konzentriert und fokussiert auf diese Bälle, dass man an nichts anderes mehr denkt. Man ist hier und jetzt und in diesem Moment und alles andere, was vorher war und sein wird, ist einfach vergessen. Und man hat automatisch eine Verknüpfung mit den Überkreuzbewegungen, weil die Bälle überkreuz gehen. Ihr dürft noch nicht weglaufen. Noch nicht weglaufen. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus der Gehirnfitness-Übungsreihe. Es ist nicht so einfach, das jetzt hier in einem eher sitzenden Publikum rüberzubringen, weil die Gehirnfitness schon eine sehr dynamische Sache ist. Wir setzen es ein im Personal-Training-Bereich, wir setzen es ein im Ernährungsbereich, bei jedem Vorträgen und bei uns in der Schule, an der Kluger-Schule, wird es auch eingesetzt, wenn die Leute sich konzentrieren müssen vor einer Arbeit oder im Managementbereich, wenn die Leute in einem Vortrag sind und sind so erst am Einschlafen. 5 Minuten diese Übungen machen, ist man sofort wieder wach.
Wenn er irgendwie auf einer Autobahnraststätte jemand sieht, der war bei mir im Kurs, weil ich empfehle, jeder, der an der Autobahnraststätte anhält, sollte sich nicht gleich wieder hinsetzen, irgendwas essen, sodass alles wieder absackt, sondern kurz ein paar Übungen machen, über den Parkplatz drüber gehen und dann ist man wieder wach. Das andere geht eher ins Gegenteil. Dann hat man schon 3 Kaffee getrunken, einen Teller Spaghetti drin und die ganze Energie wird wieder nach unten gezogen. Also ruhig mal selber mal ausprobieren, wenn ihr so Müdungserscheinungen habt. Es reichen schon die einfachen Überkreuzbewegungen. Und die könnt ihr auch schneller machen. Ein bisschen schneller machen und dann guckt mal, wie sich das bei euch auswirkt, ob ihr da nicht ein bisschen wacher worden seid. Und wenn ihr Lust habt, guckt mal auf die Klugerkolleg-Seite. Ich würde mich freuen, wenn da so die 2 Tage, wenn der ein oder andere auf so einer Ausbildung vorbeikommen würde. Okay. Hat noch jemand irgendwelche Fragen? Gerne sitze ich nachher vorne, wenn irgendwelche Fragen noch sind, ja? Und irgendwas unklar wäre. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank, Armin Herrmann, bei Glucokolleg, auch Leiter der Gehirnfitness? Gehirnfitness, ja. Motopädagoge bist du auch, Sportlehrer, Sporttherapeut. Er ist alles. Und er ist alles auch im Fernsehen. Sie sehen da diesen Internetlink, emssymposium.com. Mit dieser Kamera da hinten zeichnen wir alle Vorträge auf und ab Mai werden wir sie unter dieser Adresse ins Netz stellen. Das heißt, er sagt, Mann, da war doch auf der FIBO so ein Vortrag mit Gehirnfitness und die waren nochmal die Übungen, da können Sie es dann nochmal nachgucken.